Ich hab dir gesagt, du gehst da nicht hin. Solange du in meinem Haus wohnst, bestimme ich. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ja, dieses Mal kannst du mich noch aufhalten. Das ist bald vorbei. Ach. Zwanzig Menschen mit demselben Ziel. Sie alle erhoffen sich die Erfüllung ihrer ungestillten Bedürfnisse. So unterschiedlich wir auf den ersten Blick auch erscheinen mögen. Uns alle verbindet eines. Wow. Scheiße. Gegen dich habe ich gar keine Chance. Da stehst du und schminkst dir die Lippen. Ganz akkurat. Biegst dir die Wimpern. Bist schön zurechtgemacht. Ja, willst gesehen werden. Ja, zwinker dir nur zu. Und ich? Völlig ungeschminkt. Was sagt mir mein Spiegelbild? Blass. Unsicher. Unbedeutend. Etwas Rouge vielleicht? Besser. Ach Quatsch. Gegen die habe ich keine Chance. Geh ran. Ja, ich bin's. Du, ich weiß nicht, ob ich das rocke. Es sind so viele. Und du weißt, was passiert, wenn ich mich unwohl fühle. Hola, chicas. Hey, was geht ab? Sorry, sorry, sorry. So, jetzt müssten wir komplett sein. Hi miteinander. Ich bin Anna. Ich habe das ja schon öfter gemacht. Und eine ganz schöne Idee ist es doch, wenn sich jeder kurz vorstellt. Dann wissen wir, wer ist. Okay? Ja, okay. Also, ich bin die Anna, ich bin 25 und spreche Deutsch und Polszczyzna. Na, was war das? Tschechisch, Polnisch? Richtig, Polnisch natürlich. Ich mag die Farbe grün, Pferde, hab eine Katzenallergie und find's einfach toll, neue Leute zu treffen. Jetzt du. Ich heiße Bea. Freunde habe ich genug, deswegen bin ich nicht hier. Ich suche den besonderen Kick. Chemie. Leidenschaft. Und wie Sandra Bullock so schön sagt, ich kann mich biegen wie eine Brezel. Also biegen wie eine Brezel kann ich mich auch. Ich suche die große Liebe. Etwas anderes kommt mir nicht in die Tüte. Ich suche meine Seelengefährte, meine andere Hälfte. Meine Eltern sind seit 30 Jahren sehr glücklich und verliebt wie an ihrem ersten Tag. Das möchte ich auch. Und wie heißt du? Ah, pardon, je m'appelle Coco. Aha. Mich nennt man Laila. Ich liebe Literatur, tiefe Gespräche, die ein bisschen ins Mark berühren. Bin gerne in der Stille, am Meer, im Wald und stehe auf wilden, leidenschaftlichen Sex. Oh. Yeah. Mit Frauen. Ah. Echt? Ich glaube an den Moment, ans Hier und Jetzt. Und ich kann nur dann guten Sex haben, wenn ich die Frau schätze. Körperlich und geistig. Ja, Schwester. Also, ich bin die Heidi. Ich komme aus Bayern, was man hört. Und wenn ich ganz ehrlich bin, naja, also
Ich suche einen Partner, der passend ist und der anständig, liebevoll und selbstständig ist. Und naja, heute Deutsch. Hallo! Also, wir sind alle mal Deutsch, Schnecke. Wir kommen also in Frage. Glaubt ihr, dass man sowas überhaupt sagen muss? Hey, ich bin in der zweiten Generation Deutsche, weißt du? Ja, mei, jetzt hör dir doch einmal, wie du redest. Ich? Ich sprichst du auch kein Sorbus Deutsche. Ja, mei. Freaks, ihr seid alle Freaks. So, nun beruhigen wir uns alle mal wieder. Wir wollen ja einen schönen Abend haben und keine politische Talkrunde. Okay. Ich... Na komm, bitte. Mach du weiter. Ich heiße Ela. Eigentlich Manuela und in den ersten Jahren wurde ich immer Manu genannt, aber das mochte ich nicht. Und jetzt nenne ich mich Ela. Welch Emanzipation. Halt die Klappe. Puh. Ich komme aus einem sehr reichen Elternhaus. Wir hatten alles zu Hause. Einschließlich jeder Art von Personal. Und für meine Eltern war klar, Abi, Studium, Heirat, Nachkommen. Ich habe nämlich keinen Bruder, der den Namen weitergeben könnte. Also muss meine Partnerin meinen Namen annehmen. Okay. Ja. Noch eine Lesbe. Jungs, wenn das so weitergeht, dann bleibt am Ende nichts mehr für uns über. Genau. Freaks, alles Freaks. Okay, ich heiße Claudia. Lebe seit 3 Jahren in der Stadt und suche Kontakte außerhalb meines Berufsfeldes. Ich bin Polizistin und Anwärterin für das Kommissariat. Schotze mal, tatütata! Hast du bestimmt auch Handschellen, oder? Hast du welche dabei? Zeig doch mal. Ich bin nicht im Dienst, sorry. So, du stehst da schon auf Handschellen. Na, dann steh dir doch gleich mal vor. Ha? Na gut, ich heiße Anita. Anita O. Nee, Quatsch. Nur Anita. Also, ich bin Bäckerin und muss deshalb immer mitten in der Nacht aufstehen. Ja, und eine Fantasie von mir ist, ja, so ganz mit Mehl, ne? Jetzt. Freaks. Bärbel, ich komme aus ziemlich schwierigen Verhältnissen. Eltern Alkoholiker, beide arbeitslos und ich musste schon früh jobben, um mal ins Kino gehen zu können. Ich habe sozusagen selbst auf mich aufgepasst und ich krieg einen Hals, wenn ich sehe, wie leichtfertig andere ihr Leben wegschmeißen. Herrgott, wir haben doch nur das eine. Also machen wir das Beste draus. Sag ich doch. Okay, von den Mädchen bin ich wohl die Letzte. Ich heiße Ramona und ich bin hier, weil mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Er hat sich neu verliebt. Meine beste Freundin. Weil sie ihn so viel besser versteht. Das ist ja auch kein Wunder. Ich habe ihr alles über ihn erzählt. So ein Mistkerl. Und solche Typen bringen uns den Ruf, den wir haben. Boah, alles nur Freaks. Okay, vielleicht sollten sich die Jungs jetzt mal vorstellen und dann stoßen wir an auf einen schönen Abend. Was sagt ihr? Okay, ich bin Markus. Und ich suche meine Miss Robinson. Bea? Hm. Ja. Also, ich heiße Peter. Ich bin zwar kein gebürtiger Deutscher, würde dich aber trotzdem ganz gerne mal kennenlernen, Heidi. Ich meine, darum geht's da, oder? Um Austausch, Horizonte erweitern, raus aus dem Alltäglichen. Rein ins Abenteuer. Das ist Horizonte erweitern. Rein ins Abenteuer. Wir sind Kumpels, das ist der Mesut, dein Türke. Selam belikte. Und ich bin der Oma, bin Ösi-Albaner und wir stehen für Völkervereinigung. Keine Vorurteile, der Mensch zählt und wir grenzen keinen aus, weißt du? Ja, ich bin Paul, ne? Ich mache viel Sport, weißt du? So Fußball, Kitesurfen, Darts. Ich will einfach coole Leute treffen. Ne? Keine Sesselfurzer, sondern so aktive, ne? Sportliche Leute. Und wenn da ein paar Mädels dabei sind, ne? Da habe ich auch nichts dagegen. Ne? Ich bin nämlich noch zu haben. Ne? Ich freue mich, dass ich gekommen bin. Ehrlich gesagt, ich habe keine Freunde. Ich habe studiert, gearbeitet, meine Firma aufgebaut. Ich mache in Fenstern und Türen.
Jalousien, all sowas. Und das macht mir auch Spaß. Aber irgendwie habe ich darüber komplett vergessen zu leben. Und damit will ich heute anfangen. Na dann, Prost alle Mann und alle Frau. Auf einen schönen Abend. Prost. Ich habe eine Idee. Lasst uns die Stille zu einer bewussten und gewollten Stille machen. Lasst uns 60 Sekunden schweigen. Wir sehen uns an, dürfen aber nicht sprechen oder aufstehen. Okay, 60 Sekunden. 3, 2, 1, go! Stille. Keiner spricht. Ich sehe mich um, sehe allen zu. Es geschehen Dinge, kleine und große. Stefanie findet Peter, sie an. Peter findet Stefanie. Sie bleiben in der Stille beieinander. Coco ist unsicher. Wendet sich aber dann doch Oma zu. Sie wird weich, wohlwollend. Ela hat Tränen in den Augen und Laila bemerkt es. Sie sehen sich liebevoll an. Ich zwinkere Önder zu. Er zwinkert zurück. Dies ist das 17. Treffen, das Önder und ich organisieren. Und ja, es gibt etwas, das uns alle verbindet. Oh,
Sie hörten Esperanzas oder Was uns verbindet, die Unfähigkeit zur Kommunikation. Es spielten und sprachen Bärbel, Katja Hamann, Uschi und Anita, Katharina Rademacher, Stefanie und Bea, Henrike Lüderitz, Coco und Tochter, Bille Dau, Anna, Yvonne von Hunnes, Ela, Mai Lin, Leila und Mutter, Nathalie Konrad, Carmen, Britt Gericke, Heidi und Claudia, Sabine Gutzeit, Ramona, Inga Eichmann, Peter und Oma, Christoph Haas, Önder und Mesut, Martin Groß, Markus, Leo Aderhold, Paul, Andi Süß. Skript und Regie, Carmen Molinar. Hörspielfassung, Andi Süß. Ton, Leo Aderhold. Schnitt, Andi Süß. Eine Produktion von Brainflower Media Studio im Auftrag der Christian Rode Sprecherschule. Aufgenommen im Studio von All Around Music.